Hallo, mein Name ist Alexander Otto und ich bin ein deutscher Designer und arbeite in verschiedenen Bereichen. Illustration und Art Direction, Styleframes und Look Development über zu kurzen 3D-Filmen, interaktiven Design und User Interfaces. Letzten Endes landet bei mir alles im Photoshop, egal ob es Elemente aus Illustrator oder 3D-Render sind oder Dinge, die ich fotografiert habe. Photoshop ist definitiv mein Hauptprogramm. Ich habe über die Jahre eine riesige Bibliothek an Material gesammelt. Texturen, Stockfotos von Landschaften, Städten, Tieren, Menschen. Bis zu gängigen Effekten, die man braucht, wie Rauch, Explosionen, Liquid und Schnee. Alles, was es so gibt. Es ist wichtig, dass das Material hochauflösend ist und nicht einfach von Google oder Flickr geklaut ist. Zumal es hier ja auch noch das Problem mit Copyrights gibt. Deshalb ist es meist sehr praktisch, auf Online-Plattformen wie Fotolia zurückzugreifen. Seit 2 Jahren benutze ich für viele Projekte halt auch gerne 3D als unterstützendes Medium. Wenn ich also zum Beispiel Objekte mit sehr ungewöhnlichen Perspektiven habe oder Objekte in mehreren Bildern zeigen will, wie häufig bei Styleframes, greife ich darauf zurück. Ich versuche etwas zu machen, das interessant ist oder zumindest für kurze Zeit Aufmerksamkeit gewinnt. Ich finde Motive, die ein Unbehagen auslösen oder irgendwie verstörend wirken, mittlerweile sehr interessant. Viel interessanter als Sachen, die einfach nur glatt, farbenfroh, in your face und so Eye-Candy sind. Die Idee ist meistens nur ein Denkanstoß für mich. Im Endeffekt, finde ich, empfinden wir alle nur etwas Ähnliches oder eine Richtung, aber nie genau das Gleiche. Technisch zu wachsen, etwas zu machen, das ich vorher so noch nie gemacht habe. Kreative Freiheit ist das Beste, was einem passieren kann. Meiner Meinung nach ist es auch das, was dabei herauskommt, das Beste, was möglich ist. Wenn Kunden klare Vorgaben zu Zielen machen, aber dem Künstler dann auch die komplette Freiheit in der Umsetzung lassen, bekommt der Kunde meiner Erfahrung nach einfach ein viel besseres Resultat. Ich habe enorm viele Ebenen in der Photoshop-Datei. Große und wichtige Elemente habe ich daher als Smart Objekte angelegt gehabt, darin dann Arbeitsschritte wie Freistellen, Farbkorrektur und so weiter gemacht. Ich habe dann alles in verschiedene Ordner und Unterordner sortiert und farblich markiert, um die Übersicht dabei zu behalten. Arbeitet mit Smart Objects, macht dort drinnen eure Elemente fertig. Dann erstellt ihr 3 Kopien von einem Smart Object und arbeitet mit dem Multiply für dunkle Bereiche, Screen für helle Bereiche und maskiert es dann so, dass ihr die maximalen Nutzen aus eurem Material rausziehen könnt, um Highlights zu setzen. Dadurch wächst natürlich auch die Photoshop-Datei, aber auch die Qualität eurer Arbeit, da die Smart-Objekte alle zusammen synchronisiert sind. Hier waren es eigentlich nur die Stock-Images von Fotolia, aber im Allgemeinen benutze ich, wie auch schon gesagt, 3D-Elemente. Neulich hatte ich einen Render, in dem ich Rauch mit FumeFX simuliert habe und Krakatoa dann 24 Millionen Partikel gerendert hatte, welches ich dann einfach in Photoshop als PNG importiert habe. Ich habe mich viel von Mudpaintern inspirieren lassen. Die Perspektive war wohl die größte Herausforderung in meiner Illustration und dabei habe ich dann eigene neue Techniken entwickelt. The Travel ist die Geschichte eines jungen Paares. Mein Artwork stellt einzelne Momente ihres gesamten Lebens dar. Ich hatte die Idee, kleine Geschichten, die für sie wichtig waren, die dann zu bestimmten Entscheidungen geführt haben, zu zeigen. Bis zu dem Moment, in dem die beiden dann zusammengekommen sind. Verschiedene Orte, dann verschiedene Gefühle, Ändern der Physik und alles zeitlos. Mein Werk spiegelt diese Dinge und Geschichten dann wieder. Danke, dass ihr mir mit der Fotolia Collection die Möglichkeit und Plattform bietet, um meine Gedanken mit der Community zu teilen.